Und besorge mir gleich erstmal neue Munition für meine Waffen und auch vor allem für mein Auto. Muss ich meinen Auftrag hier abgeben? Sonst ist sie ja nicht mehr, oder? Ist sie hier hinten? Doch, hier sind sie. Ich bin froh, dass du wieder hier bist. Vielen Dank für die Rettung. Elizabeth sagt, dass wir dir vertrauen können, dass du uns im Kampf gegen die Regierung unterstützt. Aber nach dem, was im Gefängnis passiert ist, weiß die Regierung von dir und dass du von den Archen stammst. Das heißt, sie werden nach dir suchen. Und glaub mir, du willst ihnen nicht in die Hände fallen, ob es dir gefällt oder nicht. Willkommen beim Widerstand. Unsere Gruppe ist klein, aber effizient. Wir bekämpfen die Regierung an allen Fronten. In dieser Welt ist Wissen Macht. Wahrscheinlich ist dein ID-Drive noch in der Arche. Du und alle anderen Archenbewohner haben einen ID-Drive mit wichtigen Informationen über das Projekt bekommen. Und darüber, wo strategische Archen, Versorgungslager, DNA-Daten und wer weiß, was noch alles zu finden sind. Auf jedem ist ein Teil des großen Puzzles gespeichert. Deshalb sind die ID-Drives für die Regierung und den Widerstand von so großer Bedeutung. Wir haben nicht viel Zeit. Sie wissen jetzt, dass es einen Überlebenden gibt und werden nach deiner Arche suchen. Du musst unbedingt dorthin und deinen Drive holen. Verstehst du, wie wichtig das ist? So, wir sollen also zurück in die Arche, wo wir aufgetaucht worden sind. Und müssen dort unsere ID-Drive. Such den Bioscanner im Kontrollsystem und benutze ihn, um deinen Drive zu finden. Viel Glück. Sehr gut. Und ihn. Verschwende keine Zeit. Du musst an das ID-Drive rankommen. Sehr gut. Informationen darauf könnten lebenswichtig für den Widerstand sein. Dann wollen wir das auch mal gleich erledigen, nicht dass die Regierung uns zuvorkommt. Denn wir sind offiziell beim Widerstand. Vorher noch mal kurz unser Lädchen hier. Guten Tag, Koffer. Ja. Möchten Sie handeln? Ich brauche Munition, Ausrüstung. Was haben wir hier noch? Granaten, Wingsticks, Granaten, nö. Ich brauche Munition für mein Auto. Das ist die, oder? Ja. So, dann haben wir doch 2000, sollte erstmal wieder reichen. Zielsucher, okay, auch für das Auto? Ja, das hört sich doch gut an. Aber nicht so viele, das sollte erstmal reichen. Naira, Kennpulsch, Stahlbolzen. Brauche ich da noch ein paar? Ja. Habe ich auch immer wieder ein paar. Ups. Ups, ups, Munition, Pistolen, na, reicht mir erstmal. Fat Boys gibt's ja auch. Ich möchte auch mal ein paar, falls uns wieder ein paar Helden mit Rüstung erwarten. Maschinengewehr habe ich eigentlich noch. Egal, ein bisschen. Okay, mehr darf ich auch gar nicht. Doppelter Wumms gegen gepanzerte Feinde. Gut, der hätte ich vielleicht auch gebrauchen können. Ist mir aber jetzt erstmal zu teuer. Ach komm. Bisschen kann ich schaden. Für irgendwas muss ich ja mein Geld ausgeben. Okay. Ein paar noch Elektrobolzen noch. Und dann reicht mir das erstmal auch. Jetzt verkaufe ich noch meinen ganzen Schund, den ich hier noch rumliegen habe. Bücher, Ölfässer, Schienenobjekte, Flaschen. Pinkies. Feld, ich weiß nicht, die brauche ich bestimmt für irgendwas noch. Das Gefühl. Glitzeln. Ja, da steht da unten ja auch mal konstruierbare Objekte. Rezept unbekannt. Okay. Behalte ich aber auch mal lieber, man weiß ja nie. Okay. Kann hier noch was verkaufen? Munition? Nö, ist ja Quatsch. Dann gehe ich erstmal wieder raus. Ebenfalls. Und dann gehe ich gleich wieder direkt zu meinem Auto und werde mich dann auf dem Weg zur Eiche machen. Denn dort wartet etwas auf mich, was noch abgeholt werden muss. So, einmal wieder ins Ödland. Ich bin gespannt, was für Städte uns noch hier erwarten oder ob Wellspring mehr oder weniger das einzige betretbare Dorf hier ist.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen. So, fahren wir mal wieder Richtung Arche. Müssten wir auch an unser kleines Dörfchen da wieder vorbeikommen, wo wir am Anfang aufgenommen worden sind. Na, selbstverständlich bin ich vorsichtig. Ich werde auch mal Ausschau nach diesen schwebenden Dingern halten, denn die bringen schließlich auch Geld. Da muss ich bestimmt von der anderen Seite ran. Das versuche ich einmal. So. Und hopp. Oh, bin ich zu hoch. Das gibt's doch nicht. Da war ich doch tatsächlich zu hoch. Ey. Kollege. Du bist tot. Arschloch. Gut, wie kriege ich das denn jetzt hin? Das ist langsamer, muss ich da ranfahren. Dann kriege ich auch das Ding hier. Jawohl. Du wirst irgendwas bekommen. Schraubenset. Mhm. Schön. Dachte da eher an Geld, aber okay. Auch gut. Oh. Da ist der Eingang ganz klar nicht groß genug für mich. Zweiter Versuch. Und dann komme ich auch durch. So, die Regierung ist hier anscheinend schon vor Ort. Das heißt, auch in der Arche werde ich wohl auf Gegner stoßen. So, das sammelt mir auch gleich nochmal ein. Den Anfängersprung. Und dann geht's auch wieder weiter Richtung Arche. Einmal hier abbiegen. Und dann werden wir auch schon erwartet. Das ist schön. Hier brauchen wir die normale Munition wieder. Hi. Ach, das sind ja wieder die Gepanzerten. Das ist ja schön. Es wird auch mein Auto kaputt zu schießen, ihr Schweine. Nein. Schönes Auto wurde zerlöchert. Welcome home. So, das war schon alles. Oh nein. Ich fürchte, wir wurden gerade von irgendwelchen Maschinen gesehen. Das könnte böse werden. Das war sehr böse. Oh oh, da werden wir gleich noch ziemlich viel Besuch haben. Auf dem Rückweg. Okay. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Na, stirb. Die Munition nehme ich immer noch mit und dann haue ich ihn mal ganz schnell wieder ab. Rein ins Auto und dann... Ah, ab dafür. Hilfe. Gas geben. Ah. Oh Gott. Ich würde mich sehr wundern, wenn ich hier ohne Probleme zurückkomme. Ich erwarte eher massig Gegner und Raketen, die auf mich einstürmen, fliegen, geschossen werden, ja. Aber schauen wir mal. Okay, wir dürfen hier nochmal diese schönen Meteoriten einsammeln. Gespannt, ob wir es diesmal mal, oder ob ich es diesmal endlich mal schaffe. Ich habe schon einen. Ja, super, wie soll ich. Okay. Aha. Okay, diesmal geht es darum, nicht alle zu finden, sondern überhaupt welche, oder? Desto mehr, desto besser, wenn ich das richtig sehe. Und in der Zwischenzeit werde ich hier erstmal schön von Banditen oder Regierungskämpfern, keine Ahnung,
angegriffen. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Das ist mein Auto heil. Es ist doch so schön, es ist mein Ein und Alles. Oha, gleich drei auf einmal. Ich bin gespannt, was ich hier gleich für eine Belohnung kriege. Ah. Okay, ich krieg die Feldtriez also als Belohnung gut geschrieben. Weil ich immer noch nicht weiß, was ich damit machen kann, außer sie zu verkaufen. Oder ob das wirklich das Einzige ist, was man machen kann. Ich werde gleich nochmal nachschauen. Was hat mein Auto mitbekommen? Abbekommen? Lade, 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 lade. Screen. 30%. Na gut. Nützt ja nichts. Hör zu, mein Freund. Hör zu, mein Freund. Das war's. Schön. Schon das Neueste? Nee, will ich auch nicht hören. Lass mich in Ruhe. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte doch wieder da runter, in die Bar. Okay, was macht ihr hier? Hilfe? Hilfe? Interessant. Gute Arbeit. Dein Wert für den Widerstand ist sehr groß. Ich bringe das Drive zu Lassard, wenn wir wieder in unserer Basis sind. Hoffentlich kann er den Inhalt lesen. Jetzt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Für dich wird's hier immer gefährlicher. Aber nur zu, sag's ihm. Wir müssen noch einiges tun. Vor meiner Gefangennahme war ich auf dem Weg ins alte Forschungszentrum der Regierung in der Totenstadt. Ich habe nach Beweisen für das gesucht, was die Regierung mit den Mutanten macht. Ja, wir haben gehört, dass die Regierung Nanotriten umprogrammiert hat und damit Mutanten kontrolliert und in noch etwas Bösartigeres verwandelt. Sie haben wohl einen Weg gefunden, sie als Waffen einzusetzen. Aber wir wissen nicht, wie weit sie waren, bevor sie überrannt wurden und die Stadt verlassen mussten. Wir brauchen diese Daten. Vielleicht können wir den Prozess rückgängig machen, wenn wir die Mutantenexperimente besser verstehen. Außerdem können wir die Informationen nutzen, um allen das wahre Gesicht der Regierung zu zeigen. Also, bevor wir gehen, hilf uns, die Daten zu finden. Wir vermuten, dass sich eine Kopie der Daten auf den alten Servern befindet. Aber du musst in die obersten Stockwerke des Forschungszentrums zum Netzwerkraum. Dort steht irgendwo der Hauptserver. Finde die Daten. Dann hast du dem Widerstand noch einen großen Dienst erwiesen. Kannst du das tun, mein Freund? Selbstverständlich. Die Regierung weiß, dass du hier bist und sie wird nach dir suchen. Nimm alles aus der Kiste da, was du brauchen kannst. Okay, beeil dich und viel Glück. Okay, wir sollen also wieder zurück in den Totenstand und dort ein paar Informationen über die Experimente, die die Regierung mit den Mutanten gemacht hat, rausfinden, die Informationen. Und das werden wir dann auch gleich mal wieder machen. Munition habe ich soweit, glaube ich, genug. Dann mache ich mich mal gleich auf den Weg in die Totenstadt. Wenigstens haben die Mutanten keine starke Rüstung, die ich durchbohren muss. Das ist doch schon schön, da kann ich meine normale Munition verwenden. Und ich hoffe mal, dass die Regierung mich hier jetzt nicht unbedingt direkt findet. Das ist nicht so schlau, was ich hier ständig mache. So. Schneller! Wir werden auch direkt wieder beschossen hier. Ihr seid... doch scheiße. Werde ich hier direkt mal aussteigen. Auch meine normale Munition umswitchen. Aber ich nehme, glaube ich, die MG. Das Sturmgewehr. Das gefällt mir doch deutlich besser als meine kleine Maschinenpistole da. Und dann rein in die Totenstadt, ins Zentrum der Totenstadt. So niedlich, das ist unglaublich.
Und dann soll ich nun das Forschungszentrum der Regierung finden. Ach nö. Sind etwa ja doch Regierungsleute. Das gefiele mir gar nicht. Ein Hammer. Sehr schön. So, der Atmosphäre halber habe ich mal etwas weniger gesagt. Oh Gott, aber jetzt sind diese blöden Regierungscamper hier wieder da. Ey! Warst doch schon tot. Ich verbrauche ganz klar so viel Munition hier. So. Geht doch. Ah, komm. Dein Ernst? Erwischt. Oh nein. Boah. Das war schmerzhaft. So, wir gehen hier mal hoch, um uns dann weiter ins Innere dieses Gebildes zu kämpfen, diese Ruinen. Mehr ist es ja nicht mehr. Die halten verdammt viel aus. Ich muss mehr Kopfschüsse verteilen, glaube ich. Und warum die geben mir noch normale MG-Munition? Damit kann ich nichts anfangen. Ey. So, geht doch. Auch gedauert, bis du umgefallen bist. So, ich will immer die normale
Normale Maschinengewehr. Damit kann ich doch ein bisschen besser zielen. Lecker. Erledigt. So. Bewegen uns weiter hier in dieser Geisterstadt. Gehen hier wieder runter.